Gott. Wer hätte das kommen sehen? Ich will euch in Hall drehen. Ich kann die letzte Woche keine Videos drehen. Hilfe. Hilfe. Ich weiß, ich habe schon ein paar Hauls gedreht, aber der Haul ist quasi von April. Ja, April. Wir haben jetzt Mai. April. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige ihn euch, damit ich brauche nämlich die Sachen, die ich gekauft habe, weil ich habe eigentlich nur die Sachen gekauft, die ich auch wirklich brauche, sage ich jetzt mal. Und fangen wir auch gleich mal an. Als allererstes habe ich eine Mundspülung mir gekauft. Meine ist jetzt leer, diese zwei Phasen, die ich da hatte. Und ich muss sagen, ich war nicht so begeistert von der, aber das hört ihr dann in einem Aufgebraucht-Video, wie ich die wirklich fand. Dann mein Micellenwasser ist leer worden. Ich hatte irgendwas von einem Naturshop, seht ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video. Und ich fand es nicht gut. Und deswegen hätte ich es mir auch nicht nachgekauft. Und ich war auf einer Schulung von Garaus und da haben wir eine Micellenreinigungsmilch vorgestellt bekommen. Die war jetzt nicht gerade wirklich günstig, also 19 noch was hat sie gekostet, also fast 20 Euro. Aber ich fand die so, so gut und so sieht sie aus. Das ist von der neuen Pflegelinie. Michael Ross heißt die Pflegelinie, das ist eigentlich für die jüngeren Mädchen gedacht, aber ich fand die so, so geil, die Reinigungsmilch. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du nimmst sie einfach mit. Und ich habe sie gestern auch schon probiert. Normalerweise ist da noch so eine Schutzfolie, also so eine Versiegelung drauf. Ich liebe die. Wie ich sie noch nicht gehabt habe, habe ich sie die ganze Zeit angehimmelt in der Arbeit. Und jetzt habe ich sie endlich. Ja, zuerst wollte ich fragen, ob ich eine Probe kriege, aber egal. Ich werde sie jetzt testen. Ich wollte es einfach mal probieren, weil sie ist ja nicht, ich meine, sie ist jetzt nicht so teuer, aber ich wollte sie unbedingt probieren und deswegen bin ich froh, dass ich sie dann in meinem Badezimmer stehen kann. Ich habe sie gestern kurz im Badezimmer stehen gehabt, weil ich sie ja probiert habe, aber ja, ich kann noch nicht wirklich viel sagen, ich habe sie gestern erst das erste Mal verwendet. Dann habe ich eine Reinigungsbürste. Ich muss sagen, ich bin wieder sehr schleißig geworden. Am Anfang habe ich sie voll oft verwendet, wirklich oft. Und jetzt in letzter Zeit verwende ich sie wieder nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber sie ist echt gut. Und die Haut ist viel besser danach. Also ich habe auch weniger Pickel, seitdem ich die verwendet habe. Und ja, ich mag die echt gerne. Ich mag die wirklich gerne, die Reinigungsbürste. Die sieht so aus. Ich meine, sie hat zwar noch so ein grobes Bürstchen, aber ich finde sie gut. Ich bin zufrieden. Machen wir mal weiter. Als nächstes, das ist schon benutzt, deswegen sieht das so komisch aus und mir ist es vorher gerade aus der Tasche gefallen, deswegen hat es Bläschen. Durch das, dass mein Micellenwasser ja von dem Naturshop, ich glaube Terra Naturi war, das ist ja leer worden, habe ich ein neues gebraucht. Dann habe ich mich bei Biore umgeschaut, weil ich die Marke ja eigentlich mag. Und so sieht das aus, es ist auch schwarz. Das Problem ist, ihr seht, ich habe das ja schon in Verwendung. Ich habe ich kann es nicht im Gesicht auftragen. Dann fängt mein ganzes Gesicht an zu brennen. Und hier bei den Wangen werde ich total rot, wenn ich das verwende. Das Komische ist, Lippenstift entfernen kann ich damit super. Und das ist das, was ich im Aufgebraucht-Video gemeint habe, das Produkt. Also Lippenstift entfernen geht mit dem mega gut. Deswegen werde ich es halt nur dafür verwenden. Ich meine, ich habe Gott sei Dank noch eine Zwecksentfremdung und muss es nicht entsorgen oder so, weil ich sehe, es ist ein bisschen was weg und es ist ja auch 300 Milliliter drinnen und ich finde das super, wenn ich damit nur einen Lippenstift halt entfernen kann. Ist zwar schade, dass ich es im Gesicht nicht anwenden kann, aber es ist nicht so schlimm. Ich kann es wenigstens für was anderes verwenden. Ich sehe gerade, ich habe da ganz viel gekauft. Ich war ja auch noch beim... Oh, ich habe noch Bodenwischtücher. Verdammt. Ich bin so blöd. Egal, machen wir mal weiter. Ich habe meine jetzt entsorgen müssen, weil ich habe die in Kasten liegen lassen und sie haben dann nicht mehr funktioniert und die habe ich jetzt vor kurzem weggeschmissen. Deswegen war ich Gott sei Dank so schlau und habe mir neue mitgenommen, weil meine sind, wie gesagt, ausgetrocknet. Und über die bin ich mega happy, weil ich dachte, ich habe keine mehr, weil meine waren vor kurzem leer. Bodenwischtücher. Yay. Oh, jetzt ist ganz schön dunkel. Sonne, komm wieder. Ja, ich habe mir auch Bücher gekauft. Wieso die da drin sind, fragt mich nicht. Ja, einmal das erste Sex, dann das Vergnügen. Es klingt vielleicht ein bisschen pervers, aber es ist wirklich lustig hinten geschrieben. Deswegen wollte ich das unbedingt haben und es ist, ja, ich muss mich nicht rausreden da. Dann habe ich ein Horrorbuch mir noch genommen, obwohl da steht Roman, aber ich finde es eher gruselig.
Also in dem Buch geht es darum, dass sie schwanger wird von ihrem Ex, sie trennt sich aber von ihm und sie hat so eine schwere Schwangerschaft bzw. eine komplizierte Schwangerschaft, dass sie nur liegen darf und nicht arbeiten. Sie verliert aber sonst ihr Haus, wenn sie nicht arbeiten geht. Deswegen macht sie einen Nebenjob mit Telefonsex. Und dann, ja, ich habe noch nicht angefangen, aber ich kann euch das halt nur sagen, was hinten eben draufsteht. Und da ist es das, bei dem Buch, das wollte ich schon ewig haben und ich habe es eben beim Libro gefunden, weil beim Müller gibt es leider nicht mehr und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich es mir mit. Ich glaube, da geht es darum, dass sie sich verfolgt fühlt und ihr glaubt niemand. Und dann sieht sie aber jemanden, der sie beobachtet und ihr glaubt trotzdem noch niemand. Und der, was sie beobachtet, begeht einen Mord und ihr glaubt das, glaube ich, auch keiner, so in der Richtung. Ich kann euch gerne die Lovely Books Seite unten verlinken, da habe ich die ganzen Bücher auch drauf, wenn euch das mehr interessiert, was da genau vorgeht. Dann habe ich mir noch Russenkuss mitgenommen, ich fand das Cover sowas von süß und auch die Idee von dem Buch fand ich voll lieb. Da geht es um einen Mann, der sich in eine Russin verliebt hat und sie ist halt in Russland, glaube ich, und er fliegt eben zu ihr hin und versucht halt, glaube ich, die Familie zu beeindrucken, glaube ich, wie es da steht. Und er kämpft halt um das Herz, um die Russin halt so auf die Art. Wenn ihr genau wissen wollt, um was geht, ich kann das nicht so gut beschreiben, ich bin nicht so ein Champion darin, aber wenn euch genau interessiert, um was da geht, könnt ihr gerne auf meine Seite schauen. Ich bin echt gespannt, das einzige Problem, was mich da stört, ist halt mega klein geschrieben. Aber ich freue mich schon drauf. Ich bin eh immer so am Überlegen, welches Buch ich als nächster lese und ja, mal gucken. Min und ich waren auf der Maria-Hilfer-Straße und ich habe mir wirklich felsenfest vorgenommen, nichts zu kaufen. Aber ich glaube, ich war eigentlich eh brav, außer das hier. Das Cola-Duschgel. Ich habe es mir zweimal mitgenommen, weil es aus dem Sortiment geht. Boah, ich finde den Duft so geil. Ich hoffe, ich finde ihn dann auch noch geil, wenn ich damit dusche. Boah. Eins werde ich mir, glaube ich, schon in die Dusche stellen, weil ich wissen will, wie das ist, wenn man es mit Wasser vermischt. Ja, ich hab euch ja erzählt in dem letzten Aufgebraucht-Video, dass ich Reinigungsschaum viel, viel lieber mag als Reinigungsgel am Morgen. Und deswegen habe ich ja das hier auf Instagram gesehen. Das ist dieser neue Balea Reinigungsschaum mit Avocado und Honig. Und mir gefällt die Verpackung einfach so mega, dass ich mir das mitgenommen habe. Ja, weil ich habe jetzt meinen letzten Reinigungsschaum schon angefangen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du den mit. Passend dazu habe ich natürlich mir zweimal die Tuchmaske gekauft, die ich endlich mal verwenden soll. Ich finde die Verpackung so schön. Also da hat sich Balea wirklich was einfallen lassen bei der Verpackung. Die Creme habe ich mir als einziger nicht mitgenommen, glaube ich. Ja, die Creme war das Einzige, was ich... Aber ich habe ja so viel deswegen. Obwohl die mich auch interessieren würde, sage ich ganz ehrlich. Bei Müller reduziert gab es Ampullen wieder. Was eigentlich blöd ist, dass ich sie mir gekauft habe, weil sie gibt es dann nicht mehr im Sortiment. Aber egal, ich wollte wieder mal welche haben. Obwohl ich eh noch so viele andere habe von meinem Kalender, den ich habe, das ist mir jetzt gerade erst eingefallen, aber egal. Haben nur noch 50 Cent gekostet und ich habe da 1, 2, 3, 4, 5 habe ich nur. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du sie ausnahmsweise mitbekommen. Ich habe mir auf jeden Fall zweimal diese Vitaminmaske gekauft von Balea, weil die habe ich schon öfter gesehen und habe sie mir nie mitgenommen. Die sieht so aus. Bin gespannt, wie sie ist. Dann habe ich mir von Müller, die ist nämlich auch neu, diese Superfood Mousse Maske mit Kokos mir gekauft, dreimal gleich. Ich habe nämlich irgendwie den Drang, mir Masken zu kaufen und ich finde die Verpackung von da so mega, mega schön. Deswegen, Kokos musste mit. Dann gingen die leider raus. Ich habe euch erzählt, dass mich die Schäbensmandeltraummaske extrem interessiert und dann als geheißen, sie geht raus. Also, ich habe echt so doch Platz braucht zum Einbauen. Ich sage ganz ehrlich, ich sage euch das ganz ehrlich, ich muss mich verstecken. Ich musste eine neue Maske einbauen bei mir in der Arbeit und die hat gestört. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich sie raus und kaufe sie gleich. 1, 2, 3, 4, 5 sind es von der Mandelmaske. So sieht die aus. Ich wollte die sowieso unbedingt haben und mein Gott, so viele Crememasken habe ich gar nicht mehr. Ich habe viel mehr Tuchmasken als Crememasken. Ja, dann habe ich noch ein Douglas-Einkauf. Ja, weil es war ja Woman Day und ich hatte Gott sei Dank einmal bis 4.
Ich wollte nämlich unbedingt von Biotherm diese Essenz haben. Ich rede schon sehr, sehr lange davon und sie gibt es einfach nie, wenn ich dort bin. Sie gibt es einfach nicht. Ich war jetzt vor kurzem wieder dort und sie gab es wieder nicht. Und es ärgert mich. Es ärgert mich wirklich. Und deswegen, weil es die eben dort nicht gab, habe ich mir andere Sachen gekauft. Einmal in einem anderen Douglas habe ich mir mitgenommen dann das Set, weil ich wollte dort extra kein Geld ausgeben, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich will ja über den Douglas nicht schlecht reden. Ich sage auch nicht, welche Filiale das ist. Ich meine, wenn man schon recherchiert, wo es die Essenz nur gibt, ist es nicht so schwer. Aber es ist halt wirklich traurig, dass wenn du dorthin gehst, dieses Ding unbedingt haben willst und du kriegst dann eine freche Antwort von der Verkäuferin, dass sie schon seit in der Früh ausverkauft. Ja, sorry, ich musste auch arbeiten vielleicht. Das hat mich wirklich so geärgert. Dann habe ich mit dem gesprochen, der was für Biotherm eben tätig ist. Den kenne ich eben von Schulungen. Und er hat mir eben gesagt, dass es wirklich schnell ausverkauft war und dass es eben Lieferschwierigkeiten gibt. Was mich voll ärgert, weil ich find das so beschissen. Weil das ist die einzige Filiale, die das hat. Und ich habe mir extra Gutscheine zu meinem Scheißgeburtstag gewünscht für den Dreck und ich kann es mir nicht kaufen. So viel zu dem jetzt mal. Weil ich so gefrustet war, okay, ein Produkt habe ich doch dort gekauft, hat man drauf. Leider, weil es nur dort gab. Es gibt von Too Faced ein Puder, das zeige ich euch gleich dann. Das habe ich mir als einziger in der Filiale gekauft. In einer anderen Douglas-Filiale, wo ich immer Proben brav kriege, habe ich mir ein Estée Lauder-Set gekauft. Hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber ich liebe die Mascara. Ich habe jetzt noch die von Lancôme. Ich habe auch das Gefühl, dass sie bald leer wird. Die ganzen Yves Rocher Mascaras, die ich gratis zu den Einkäufen gekriegt habe, die will ich jetzt mal weggeben. Die werde ich aussortieren, weil ich benutze sie nicht. Und was soll ich. Ja, eine Probe habe ich jetzt auch noch von einer Mascara, die ich unbedingt verwenden will. Und ich will aber wieder zu der zurück. Oder ich verwende vielleicht vorher die Probe und dann die. Ich kann mich noch nicht entscheiden, aber ich wollte einfach unbedingt wieder die haben, weil ich fand die bis jetzt von allen am besten. Das Positive ist, es gibt da einen kleinen Make-up-Entferner und eine Augencreme dazu. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Warum auch nicht, sage ich mal. In der Filiale habe ich mir wieder diese Augenpads da mitgenommen, weil ich liebe die. Ich finde die blauen habe ich ja vor kurzem erst aufgebraucht. Ich finde die so, so gut. Also mir gefallen die voll gut. Und deswegen habe ich sie mir ausnahmsweise wieder mitgenommen. Schmeißen wir es da rein. Dann schmeißen wir auch das da rein. Dann habe ich mir in der Filiale, wo ich halt nicht so gern mehr hingehe, weil mich das einfach anzieht. Aber ich war mit der Vivi vor kurzem dort. Ich war so happy, dass wir sich getroffen haben, weil sie wollte unbedingt in Wien shoppen gehen und ich bin mitgefahren. Ich habe nicht mal selber was gekauft, das war schon ein Weltwunder. Aber ich wollte unbedingt mitfahren. Siehst du, das habe ich in den April-Dingen vergessen, voll zu erzählen. Es ärgert mich jetzt. Ich habe das vollkommen vergessen, im Fun Lovers April zu erwähnen, dass ich mit der Vivi unterwegs war. Ich habe mich so drüber gefreut, dass wir sich gesehen haben. Und das Orgel ist, ich habe gar nichts gekauft an den Tag. Ich habe mir gerade mal Essen, Trinken und so gekauft, aber Beauty, sowas habe ich mir nicht gekauft, was mich extrem wundert. Ich bin aber verdammt stolz auf mich. Wirklich verdammt stolz auf mich, weil ihr seht, ich habe eh wieder genug gekauft. Aber es ist halt nicht so schlimm wie sonst immer, würde ich jetzt mal sagen. Das einzige Luxusding, was ich mir gekauft habe, was jetzt nicht sein hätten müssen, ist das Bananenpuder von Too Faced. Und die Verpackung. Wir haben das eben, die Vivi hat es mir geschickt, dass es das Bananenpuder gibt und die Tanja hat das mir geschickt. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal in einen Douglas gucken, ob es das überhaupt gibt. Und in den Douglas gab es das. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn es das andere nicht gibt, das du haben willst, dann nimm dir wenigstens das mit. So sieht, ich weiß, spiegel ich euch, aber da ist eine Banane oben. Nein, das habe ich reintatscht. Gott, Herzinfarkt. Ich muss das erst fotografieren, hallo. So sieht das Puder aus. Es ist so schön. Ich habe ja den Tester dort verwendet und es ist so, so schön. Ich hätte ja viel, viel lieber gern das Set gehabt. Aber das gab es leider nicht mehr dort. Fand ich so traurig, weil das hätte mich echt extrem interessiert. Aber ja, das ist eh schade. Aber was soll ich jetzt machen? In einer anderen Filiale von Douglas, da wo ich mir die Mascara gekauft habe, habe ich wieder eine Duftprobe bekommen. Ich habe mich mega gefreut, weil das die Hugo Boss Duftprobe war von The Scent. Von dem Duft For Her, die ich erst vor kurzem aufgebraucht habe. Und da habe ich mich extrem gefreut drüber, weil ich mag den Duft voll gern. Sitzen ihr hier. Also der ist wirklich gut. Ich fand den echt gut. Deswegen bin ich froh, dass ich noch eine Probe gekriegt habe. Ja.
das war's mit dem kleinen Mini-Haul. Ich muss sagen, ich bin trotzdem stolz auf mich. Ich habe das Micellenwasser habe ich dringend braucht, die Mundspülung habe ich dringend braucht, die Bodenwischtücher und das Ganze habe ich braucht. Also das Einzige, was ja der Reinigungsschaum hat jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber die Duschgel natürlich auch nicht. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit mir. Also kann ich mich nicht aufregen. Jetzt kommt die Sonne wieder raus, dein Ernst? Also ich finde es okay, was ich mir gekauft habe. Die Masken hätten vielleicht auch nicht sein sollen, aber es ist nicht so schlimm wie sonst immer. Ich bin eigentlich ganz stolz auf mich. Ihr könnt es mir gerne schreiben, wie ihr das findet, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Es gibt wirklich Schlimmeres. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet, den Haul. Ob ich da jetzt ein bisschen übertrieben habe. Ich meine, okay, dieses Puder hätte vielleicht jetzt nicht sein müssen, weil ich noch genug Puder zu verwenden habe. Aber das geht eh so schnell leer, da ist das jetzt nicht so ein Drama. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also ich kann mich nicht aufregen. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!